Hallo, hier bin ich wieder, euer Wolfgang vom Kanal Wolfgangs Welt. Es geht weiter im Ernährungscoaching. Ich glaube, wir sind jetzt beim 10. Teil, noch bald durch. Dann schauen wir mal, wie es am Ende aussieht und ob wir das Ganze noch ein bisschen weiterziehen. Aber es gab natürlich diese Woche, was heißt natürlich, diese Woche gab es tatsächlich wieder eine Aufgabe. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich die letzten 3 Wochen quasi die 90 Kilo nicht unterschritten habe. Das heißt, ich habe so irgendwo zwischen 10 und 12 Kilo verloren in den ersten Wochen dieser Geschichte. Und dann habe ich die 90 Kilo nicht geknackt. Das waren immer so, naja, ungefähr ein halbes Kilo drüber. Ich gehe davon aus, das schaffen wir jetzt mit dem nächsten Schritt. So, die Aufgabe letzte Woche war einfach die Zufriedenheit wiederherzustellen, die Batterien aufzufüllen, also den Kühlschrank quasi aufzufüllen mit abwechslungsreicher Nahrung. Das habe ich gemacht. Das ganze Thema hatte sich auch erledigt nach dieser, ich nenne es mal Low-Fat-Woche oder diese, ja, es war eine Woche mit unter 50 Gramm Fett am Tag. Das hat mir nicht so gut getan. Da war ich ein bisschen schlecht drauf. Habe ich euch ja beim letzten Video auch erzählt. So, das hat sich mittlerweile wieder eingefangen. Alles ist wieder gut. Dann gab es auch direkt die nächste Aufgabe. Jetzt wird es spannend, weil das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ich mache ja meine Videos dienstags. Heute ist Dienstag. Und unsere Gespräche sind samstags. Wir hatten die Aufgabe, oder ich hatte die Aufgabe, zu fasten. Wie man richtig fastet, das müsst ihr irgendwo nachlesen oder euch, wenn ihr das auf einen längeren Zeitraum machen wollt, auf jeden Fall vom Arzt begleiten lassen. Das kann man nicht einfach mal so. Das Fasten, wie ich es gemacht habe, war relativ simpel. Wir haben das auf 2 Tage begrenzt. Medi war der Meinung, irgendwo zwischen 2 und 5 Tage, das ist zu schaffen, ohne dass man zusammenbricht. Was wichtig ist, ist der Elektrolythaushalt. Das heißt, man kann da ein bisschen unterstützen mit klarer Brühe. Das heißt, man nimmt ja nichts zu sich außer Flüssigkeit, also auf ganz viel Wasser. Und damit ein bisschen Geschmack reinkommt, eben so eine klare Gemüsebrühe oder sowas. Säfte gehen, glaube ich, auch. Und meinetwegen auch gerne Kaffee, ja, natürlich ohne Zucker und wer drauf verzichten kann, auch ohne Milch. Ich verzichte nicht drauf, also wie gesagt, das war so ein halbherziges Fasten über 2 Tage, 48 Stunden, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe das aufs Wochenende gelegt, das heißt, den Sonntag nichts gegessen, Samstagabend zum letzten Mal und dann erst Montagabend wieder was. Man hat dann auch, also bei mir war das zumindest so, ich erzähle euch ja meine Erfahrungen und meine Erlebnisse in dem ganzen Geschehen hier. Es ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Als ich Hunger bekommen habe, das war dann Montagnachmittag gegen Abend, waren die 48 Stunden auch schon um. Da habe ich auch was gegessen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man 2 Tage nichts gegessen hat, dass man sich nicht gleich überfrisst, aber das funktioniert schon. Für die Hartgesottenen, ihr könnt das auch gerne für 5 Tage machen, aber wie gesagt, wenn es darüber hinausgeht, redet da bitte mit eurem Hausarzt und lasst euch da beraten und unterstützen. Für die, die das nicht wollen oder sich das nicht zutrauen, ich hatte es in den vergangenen Videos mal darüber, über diese, was für ein Fastentyp man so ist, wie man denn in so einem Programm dennoch Hunger hat, wie oft man so am Tag isst. Wenn ich nur noch einmal am Tag esse, ist das ja relativ einfach, ja, diese eine Mahlzeit ein bisschen später zu schieben und dann eben diese 48 Stunden auszusetzen. Was auch geht, wäre eine Methode, wenn man über 3 bis 4 Stunden am Tag Hunger hat, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal 5 Tage lang ein 20-4-Fasten, das heißt, ich esse 4 Stunden am Tag und 20 Stunden eben nicht. Oder wer das eben auch noch nicht schafft, ist auch kein Problem. Da machen wir eben halt mal eine Woche lang als Aufgabe das 16-8-Fasten. Das heißt, wir essen 8 Stunden lang, 2 Mahlzeiten, 3 Mahlzeiten auf diese 8 Stunden verteilt. Das kann man auch machen, wenn man Kohlenhydrate zu sich nimmt, ganz normal isst also.
soll das ja auch schon einiges bringen. Das habe ich ja am Anfang auch schon mit eingebaut, weil ich einfach vom Hungergefühl her da schon von Anfang an war, bevor diese ganze Diätgeschichte losgegangen ist. So, das könnt ihr euch aussuchen. Wie gesagt, wenn ihr das so machen wollt wie ich. Ich habe 48 Stunden nichts gegessen und dann wieder was ganz Normales zu mir genommen, eine ganz normale Mahlzeit. Es gab Kassler und Sauerkraut. Ich kann das ja hier mal erwähnen, also auch wieder ohne Kohlenhydrate. Probiert es einfach aus. Ich habe auf der Waage gestanden, ich habe die 90 Kilo geknackt, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin jetzt bei 89 Kilo, es scheint weiter bergab zu gehen. Die Messergebnisse ansonsten, wenn man eben vom Gewicht her keinen Verlust mehr hat, ist es der Umfang. Der Bauchumfang schwindet immer mehr. Ich bin jetzt irgendwo bei 95 cm oder sowas, ja, 95, 96. Das ist ja auch immer abhängig von der Uhrzeit, wann man das misst. Also es geht weiter bergab. So wie sich das gehört, oder bergauf, wenn man das positiv formulieren will. Deswegen bleibt dran, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen hoch da, macht euch die Erinnerungsglocke an, ja, und verfolgt das weiter, wenn ihr mitmachen wollt. Tut euch keinen Zwang an. Wie gesagt, ich stehe auch gerne zur Verfügung, beantworte Fragen, sofern das eben der Umfang zulässt. Bis dahin oder bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss, euer Wolfgang.